Auch wenn man es nicht glauben mag, mehr als 5 Jahre sind mittlerweile seit dem letzten Hauptteil der Gears of War-Reihe vergangen. Das Spiel endete mit der Vernichtung der feindlichen Locust, die uns seit dem ersten Teil das Leben schwer machten. Der neue Teil spielt 25 Jahre später. Mangels eines echten Feindes kämpft die Menschheit wieder mit sich selbst. Damit kommen wir gleich mal zur Story, denn die ist selbst für Gears-Veteranen etwas wirr. Vieles wird angedeutet, aber wenig wirklich aufgelöst. Warum wir uns zum Beispiel von der Core-Armee losgesagt und uns einer Gruppe in Holzhäusern lebender Rebellen angeschlossen haben, bleibt ebenso im Dunkeln wie die Differenzen unseres Hauptcharakters J.D. Phoenix mit seinem Vater. Der ist nämlich niemand geringerer als Gears of War Altprotagonist Marcus Phoenix. Unser neuer Hauptcharakter ist leider auch weniger charismatisch als der grimmige Marcus und insgesamt wirkt die ganze Truppe recht generisch. Die deutschen Sprecher sind gut, der eine oder andere Witz zündet in der synchronisierten Version aber nicht so richtig. Lustig. Sehr lustig. Mal abgesehen von der etwas undurchsichtigen Story bleibt Gears of War 4 seinen Wurzeln treu, führt aber behutsam kleine Veränderungen ein. Neu ist zum Beispiel die teilweise zerstörbare Deckung, die den Spieler dazu zwingt, öfter die Position zu wechseln. Außerdem gibt's neue Moves, oder zumindest eine neue Aktion. Man kann den Gegner hinter die Deckung ziehen und dort erledigen. Im Spiel funktioniert das allerdings so gut wie nie, und zu unserem Leidwesen beherrschen auch die Feinde diese Technik. Auch an neuen Gegnern mangelt es dem jüngsten Gears of War nicht. Von Robotern über sogenannte Drohnen bis hin zu menschenverschlingenden Riesen reicht die neue Gegnerschar. Aber auch alte Bekannte sind wieder mit von der Partie. Ein paar neue Waffen gibt's obendrauf. Mit dem Dropshot lassen sich Gegner selbst hinter der Deckung treffen. Der Buzzkill ist nicht wahnsinnig präzise, kann dafür aber ein ordentliches Gemetzel anrichten. Mit dem Fabrikator kann man Fallen und Selbstschussanlagen basteln und sich damit vor gegnerischen Angriffswellen schützen. Ebenfalls für Abwechslung sorgen die kurzen Highspeed-Geschicklichkeitssequenzen. Auch neu die optisch sehr beeindruckenden Stürme wirbeln nicht nur das Schlachtfeld durcheinander, sie beeinflussen auch maßgeblich die Wurfbahn von Granaten und erschweren uns das Vorankommen. Generell präsentieren sich die Schauplätze atmosphärisch dicht und abwechslungsreich. Zwar bleibt der ganz große Wow-Effekt des ersten Gears of War aus, optisch ansprechend ist aber auch der jüngste Serienteil. Prota und Antagonisten sind ebenso wie die Umgebung fein modelliert und auch die Effekte sind schlichtweg beeindruckend. Lediglich einige Texturen sind etwas grob geraten. Gears-Veteranen dürfen übrigens gerne auf höhere Schwierigkeitsgrade zurückgreifen. Vor allem im Koop-Modus ist das Spiel ansonsten etwas zu leicht geraten. Ach ja, der Koop-Modus. Der ist und bleibt natürlich das Herzstück von Gears of War. Zu zweit metzelt es sich gleich nochmal so schön. Sogar der mittlerweile etwas antiquiert wirkende Splitscreen-Modus ist nach wie vor integriert. Rein spielerisch ist und bleibt die Gears-Reihe der König der Deckungsshooter. Das Metzeln bereitet trotz simpler Mechanik großen Spaß. Frustmomente und unfaire Stellen sucht man vergeblich. Vor allem im Koop-Modus kann kaum ein anderer Shooter Gears of War 4 das Wasser reichen. Für Fans der Gears of War-Reihe führt also nichts am neuen Serienteil vorbei. Wer mit den Vorgängern nichts anfangen konnte, wird auch mit dem neuen Gears nicht glücklich. Das Spiel ist nach wie vor ein geradliniger, aber spektakulärer Shooter. Und noch dazu der abwechslungsreichste Gears of War-Teil.